mein Name ist Julia und ich muss gestehen, dass ich ein richtiges Coveropfer bin. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder einen Tag für euch. Ich bin den Tags noch nicht leid, ich mache sie so super gern. Und zwar machen wir heute zusammen den Buchkauf-Tag. Dazu hat mich der liebe Ben getaggt. Wenn ich jetzt noch einmal Tag sage, flipp ich glaube ich aus. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Tag und legen los mit Frage 1, die da lautet, wo kaufst du deine Bücher? Ich kaufe meine Bücher, wie ihr mittlerweile vielleicht schon gesehen habt, sehr oft bei Rebuy, einfach weil ich es eine gute Idee finde oder eine schöne Sache, dass man Büchern einfach ein zweites Leben schenkt. Wie oft hat man ein Buch, das man im Regal stehen hat, hat es einmal gelesen, fand es ganz okay und dann steht es noch 3 Jahre im Schrank. Ich mache das auch ein paar Mal im Jahr, so 3-4 Mal im Jahr, dass ich mal komplett meine Bücher aussortiere, was ich einfach nicht mehr brauche und dann bei Rebuy, bei eBay, Kleinanzeigen und Co. meine Bücher loswerde. Einfach auch um Platz noch für neue zu schaffen und um neuen Büchern einfach die Chance zu geben, bei mir einzuziehen. Ansonsten bin ich natürlich auch jemand, der super gerne in Buchhandlungen unterwegs ist. Thalia ist sozusagen quasi mein zweites Zuhause. Ich laufe da super gern einfach rum, schaue mir Buchcover an. Wie oft habe ich denn schon ein Buch nach einem Buchcover gekauft? Also ich würde sagen, online, bei Rebuy, Amazon ab und an, wenn ich wirklich nirgendwo das finde oder keine Zeit habe, jetzt noch in die City zu fahren. Frage Nummer 2 lautet, welches Genre kaufst du am meisten? Also ich bin ein riesiger Fan von Jugendbüchern. Wer meinen Kanal ein bisschen länger verfolgt, hat das vielleicht auch schon mitbekommen. Will und Liken zum Beispiel war eine super grandiose Story und ich habe sie einfach von vorne bis hinten geliebt. Dann mag ich Dystopien sehr gerne, vor allem wenn sie aus mehreren Reihen bestehen. Und ich finde das halt immer schön, wenn sie dann alle 3 oder alle 2 zusammen im Regal stehen und einfach so eine Einheit bilden. Dystopien gibt es halt oft in Reihen. Ich kenne kaum Dystopien, die nur aus einem Band bestehen. Ansonsten mag ich auch manchmal einfach gern so seichte Kost, nenne ich es jetzt einfach mal. Einfach ein schöner Liebesroman oder eine schöne Geschichte über Freundschaft. Also so ganz normale, sag ich mal, dünnere Bücher mit einer schönen Hintergrundgeschichte. Frage Nummer 3. Kaufst du E-Books, Taschenbücher oder gebundene Ausgaben? E-Books kaufe ich gar nicht, weil ich einfach halt auch keinen E-Book-Reader habe. Wenn ich dann die Wahl zwischen Taschenbuch und gebundener Ausgabe habe, gewinnt für mich eigentlich immer die gebundene Ausgabe, weil ich finde, dass die einfach hochwertiger aussieht, weil ich einfach finde, dass man damit besser umgehen kann, weil man einfach nicht so schnell Leserillen reinmacht. Wie schnell hat man beim Taschenbuch auf einmal eine Rille drin, dann stellt man es ins Regal und sieht nicht mehr so schön aus. Also meine Antwort ist definitiv gebundene Ausgabe. Wo findest du neue Buchkandidaten? Ja, wie gesagt, ich stöber halt gern bei Rebuy durch den Sale zum Beispiel. Da habe ich schon so viele tolle Bücher entdeckt, die wirklich nur noch 1-2 Euro gekostet haben. Dann schaue ich auch gern bei Amazon. Wenn mir da irgendwie ein Cover gefällt oder ein Titel gefällt, schaue ich mir die Rezensionen an. Bei Goodreads bin ich natürlich auch, da könnt ihr gerne in der Infobox mal schauen. Da ist der Link zu meinem Profil, da dürft ihr mir auch gerne schreiben. Da schaue ich natürlich auch, was lesen meine Freunde gerade. Da ist schon das ein oder andere Buch dann auch auf meine Wunschliste gewandert. Dann natürlich im Bücherladen stöbern, schauen, was es so gibt. Oder einfach mal die Verkäuferin anhauen. Was ist neu, was kann sie mir empfehlen? Die haben ja echt den ganzen Tag mit Büchern zu tun. Und wenn du sagst, ich mag das, ich mag das, ich mag das, da haben die immer so 2, 3 Bücher, die sie einem gerne empfehlen. Frage Nummer 4. Wo findest du neue Buchkandidaten? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das ist wirklich hauptsächlich online. Die Bücher, die ich im Buchhandel entdecke, sind dann wirklich Zufall oder wenn ich wirklich auf der Suche nach was Neuem bin. Aber hauptsächlich schaue ich online danach, was mir gefallen würde oder was zu meiner aktuellen Laune passen würde. Frage Nummer 5. Nach welchen Kriterien entscheidest du dich für neues Lesematerial? Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Mir muss eigentlich hauptsächlich die Story gefallen. Wenn ich jetzt weiß, es ist ein Buch über einen Mörder, der frei rumläuft, dann gehe ich davon aus, dass es mir eher nicht so gefällt, weil es nicht mein Genre ist. Und wenn ich weiß, es ist eine Geschichte in einer dystopischen Welt, die
Protagonistin ist auf der Suche nach irgendwas und trifft da einen netten jungen Mann, dann ist das schon eher das, was mich anspricht. Natürlich muss auch das Cover stimmen. Wenn ich jetzt ein mega hässliches Buch sehe, dann ist die Verlockung, danach zu greifen, eher geringer, als wenn es ein Cover ist, das mir ins Auge springt, das mir von der Farbe oder von der Aufmachung her halt super gut gefällt. Frage Nummer 6. Wie viele Bücher kaufst du durchschnittlich im Jahr? Das ist auch ganz schwierig zu beantworten, weil es einfach immer unterschiedlich ist. Jetzt im Dezember, Januar habe ich mir eigentlich nicht so viele gekauft, beziehungsweise im Dezember noch weniger als im Januar. Jetzt im Februar bisher ging es eigentlich auch noch, da habe ich eine Rebuy-Bestellung gemacht. Da werde ich euch natürlich dann, wenn sie dann endlich da ist, auch noch das Unboxing zeigen. Ansonsten habe ich, glaube ich, beim Arena Verlag auf der Homepage ein Buch bestellt und bei Amazon eins. Also wenn ich jetzt mal grob überschlagen müsste, sind es vielleicht so 50, 60 Bücher im Jahr, die ich mir selbst kaufe. Jetzt mal davon abgesehen, was man dann sonst noch so geschenkt bekommt. Ich sage jetzt einmal 50, 60, also so viel, wie ich auch im Jahr ungefähr im Durchschnitt lese. Frage Nummer 7. Was würde dich dazu bringen, ein Buch sofort wieder aus der Hand zu legen? Ich gebe ja vielen Büchern die Chance, dass sie sich noch entwickeln können. Aber wenn ich merke, dass das Buch so gar nichts vom Inhalt her mit dem Klappentext zu tun hat, der hinten drauf ist, dann muss ich natürlich auch sagen, würde ich es am liebsten aus der Hand legen, abbrechen. Aber ich als zwanghafter Mensch bin leider Gottes so extrem darin. Selbst wenn ein Buch grottenschlecht ist, muss ich es wirklich noch fertig lesen. Nein. Falls ihr euch wundert, was ich hier die ganze Zeit mache, Lani liegt neben mir und ich streiche sie. Kommen wir mal zu Frage 8. Gibt es Bücher, die du mehrmals in verschiedenen Editionen kaufen würdest? Bei vielen Büchern würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber es gibt so verschiedene Reihen, die habe ich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und es gibt eine ganz bestimmte Reihe, die habe ich auf Deutsch, auf Englisch, auf Sondereditionen, auf weiß nicht was alles. Das ist natürlich Harry Potter. Ich bin halt leider Gottes ein riesen Harry Potter Fan und jetzt kam ja gerade diese Sonderedition vom Stein der Weisen raus und jetzt kommt bald auch schon die zweite Sonderausgabe. Ich habe sie natürlich in der Hufflepuff-Edition, wie kann es auch anders sein? Aber wenn mir die Bücher richtig gut gefallen und sie zum Beispiel im Englisch viel schöner sind als im Deutschen, dann mache ich mir manchmal auch die Mühe oder... Aber wenn sie jetzt wirklich viel, viel schöner sind im Englischen als im Deutschen, dann mache ich das natürlich auch, dass ich mir dann auch mal die englische Ausgabe kaufe oder die englischen Ausgaben. Ich habe auch jetzt geplant, dass ich demnächst mal so ein Cover-Vergleichsvideo mache, Deutsch-Englisch oder Deutsch-Amerikanisch, das muss ich mir noch überlegen. Da gibt es ja auch zwischen dem Englischen und dem Amerikanischen manchmal sehr große Unterschiede. Aber das wäre mal ein interessantes Video, also falls ihr Lust darauf habt, dürft ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Frage Nummer 9. Lässt du dir gerne Bücher schenken, die du vorher nicht ausgesucht hast? Sehr, sehr ungern. Also wenn jetzt jemand kommt an Geburtstag, Weihnachten etc. und fragt, ob es nicht ein Buch gibt, das mir gefallen würde, dann mache ich es meistens so, dass ich ihnen meine Amazon-Wunschliste schicke und sie sich aus dem ganzen Sammelsurium an Büchern und Co. einfach irgendwas aussuchen können. Dann wissen die Leute einfach, dass mir das Buch auch wirklich gefällt, dass sie mir keinen Schrott geschenkt haben, der eventuell bei mir im Bücherregal versauern wird. Und sie wissen halt auch einfach, dass sie mir damit eine Freude machen. Und das ist einfach auch das Wichtigste beim Schenken. Es muss keinen großen Wert haben. Es kann wirklich ein Buch für 5 Euro sein. Aber wenn es auf meiner Wunschliste ist, dann möchte ich es auch haben. Und dann machen sie mir damit halt wirklich auch eine Freude. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Gibt es Bücher, deren Kauf du bereust? Ja. Ja, gibt es. Wie ihr zum Beispiel in meinem letzten Monatsupdate, Monatsrückblick gesehen habt, war da auch in meinem Lesemonat Januar ein Buch dabei, das mir so absolut gar nicht zugesagt hat, weder vom Schreibstil noch von der Geschichte, beziehungsweise die Geschichte an und für sich wäre ein super Thema gewesen, aber die Umsetzung war halt einfach total für Co.
Dann gibt es diverse Bücher, die extrem gehypt werden. Ich habe mir dann auch Band 1 und Band 2 zum Beispiel von Anna Todd angeschaut. Ich habe den Hype nicht verstanden. Ich fand die Bücher okay. Ich werde die Reihe auch irgendwann bestimmt mal weiterlesen. Ich stecke jetzt irgendwo mitten in Band 2 und habe es dann irgendwie so beiseite gelegt und habe lieber was gelesen, das mich mehr begeistert. Aber ja, mal schauen. Vielleicht ist mir irgendwann so langweilig oder nichts aus meinem Bücherstapel springt mich an und ich werde die Reihe mal weiterlesen. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach die Hörbücher, da bist du einfach schneller mit durch. Da muss ich mir Band 3, 4, 5 gibt's, glaube ich, nicht extra noch kaufen. Ansonsten gab es einfach so ein paar Bücher, die in mir mehr Erwartungen geweckt hatten, als sie tatsächlich erfüllen könnten. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, welche das genau waren. Die sind bei mir schon wieder so verdrängt, aber diese beiden sind mir halt gerade noch so in Erinnerung geblieben, wo ich dachte, ja, hast du dir jetzt irgendwie mehr erwartet davon? Aber ich denke, das geht jedem von uns ab und an einfach mal so, dass man einen Griff ins Klo macht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Tag. Wer den Tag gerne nachmachen möchte oder mitmachen möchte, darf das natürlich tun. Ich tagge jetzt niemanden Besonderen. Wer will, macht einfach mit. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr mich nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne auch bei Instagram oder Facebook vorbeischauen. Da bin ich natürlich auch unter CanisMinorArt zu finden. Ansonsten macht's euch einfach noch schön heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!